wie die Angst aus der langen Galerie verschwand. Eine unheimliche Erzählung von Edward Frederick Benson. Diese Geschichte habe ich aus dem dritten Buch des Horrors, verlegt bei Heine in München, Mitte der 90er Jahre. Joachim Körber hat 10 solcher Geschichten zusammengefasst zu diesem Band. Alle 10 Geschichten stammen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Angefangen von der legendären Affenpfote von William Waymark Jacobs aus 1902 bis hin zu 6 Roamers, die flüsternde Mumie aus dem Jahre 1918. Diese Geschichte hier von Edward Frederick Benson, vorliegend aus 1912, und die erste deutsche Übersetzung habe ich mir ausgewählt. Joachim Körber hat zu jeder dieser Geschichten ein Vorwort dazu geschrieben und ich fange das jetzt einfach mal an. Ich selber bin Mike Czarska und ich lese gerne Sachen vor. Ich weiß sehr wohl, dass ich kein professioneller Vorleser bin und dazu noch sehbehindert. Ich sehe nur 20% vom Ganzen, von 100%. Aber trotzdem mache ich's. Auch wenn mich mit meinem 50. Lebensjahr ein Schlaganfall erfasste. Darum muss und will ich üben zu lesen. Und das versuche ich jetzt mal wieder. Ich habe das nicht mal zum ersten Mal gemacht bei YouTube. Ich glaube, auf meinem Kanal Clemens der Löwe könnt ihr einiges sehen, was ich so vorgelesen habe. Und möglicherweise auch noch, was ich vorlesen werde. Ich lasse das nicht aus den Händen. Und deswegen mögt ihr bitte momentan entschuldigen, wenn meine Zunge dann doch mal ein bisschen holpert. Aber ich versuch's trotzdem. Nun also hören wir, wie die Angst aus der langen Galerie verschwand. Von Edward Frederick Benson, hier direkt aus dem Buch. Sonst lese ich nämlich ganz gerne auch vom Computer. Da geht's besser mit dem Sehvermögen. Aber so versuche ich es jetzt mal so. Einfach so weg. Natürlich geschnitten, wenn ich gar zu dolle mit der Zunge holpere. Bitte seid geduldig. Es geht los mit dem Vorwort von Joachim Körber. Als erfolgreichster von 3 schreibenden Brüdern verfasste Edward Frederick Benson zahlreiche teils satirische Gesellschaftsromane ironischer Prägung, von denen speziell die um Lucinda gerade neu entdeckt werden und durchaus eine kurzweilige und vergnügliche Lektüre bilden, sowie eine Anzahl fantastischer Romane und Erzählungen. Als seine besten Geschichten gelten allgemein die originelle Vampirgeschichte Mrs. Emworth und die von R. James beeinflusste Negotium Parambolum. Nochmal. Negotium Parambulans. Ich habe mich für die nachfolgende Geschichte, wie die Angst aus der langen Galerie verschwand, entschieden, weil es sich um eine deutsche Erstveröffentlichung handelt und weil ich es finde, dass sie mit ihrem ironischen Tonfall den Autor am besten charakterisiert. Und darum habe auch ich als Vorleser Mike Czarska mir diese Geschichte ausgesucht, weil sie doch nicht unbedingt so bekannt zu sein scheint. Und jetzt geht's los. Und wir erfahren, wie die Angst endlich mal aus der langen Galerie verschwand. Church Peveril ist ein Taus, so heimgesucht und frequentiert von Gespenstern, obwohl sichtbaren und auch hörbaren, dass niemand aus der Familie, die es unter seinen 6000 Quadratmeter überspannenden Kupferdächern beherbergt, derartige physische Phänomene in irgendeiner Weise ernst nimmt. Denn für die Peverills ist das Erscheinen eines Gespenstes von kaum größerer Bedeutung als das Erscheinen der Post für jene, die in gewöhnlicheren Häusern leben. Was bedeuten soll, dass es so gut wie täglich vorkommt.
Es klopft oder macht andere Geräusche. Man beobachtet es, wie es die Auffahrt heraufkommt oder an anderen Orten auftaucht. Bei meinen Aufenthalten dort habe ich selbst die gegenwärtige Mrs. Perivale, die als recht kurzsichtig bezeichnet werden muss, in die Abenddämmerung hinausspähen sehen, während wir nach dem Abendessen unseren Kaffee auf der Terrasse nahmen und zu ihrer Tochter sagen hören: Meine Liebe, war das nicht die blaue Dame, die dort gerade in den Gebüschen verschwunden ist? Ich hoffe nur, sie erschreckt Flo nicht. Pfeife doch bitte nach Flo, meine Liebe. Und jetzt kommt das, was jedes Buch an sich hat: Man muss blättern. Am PC passiert mir so etwas nicht. Wie an dieser Stelle wohl bemerkt werden muss, handelt es sich bei Flo um den jüngsten und wertvollsten einer größeren Anzahl von Dackeln. Blanche Perivale pfiff kurz und zerkaute geräuschvoll den Zucker, der ungeschmolzen am Boden ihrer Kaffeetasse zurückgeblieben war, zwischen ihren sehr weißen Zähnen. »Oh, Schatz, Flo kümmert das gar nicht«, sagte sie. »Die arme blaue Tante ist eine solche Langweilerin. Wann immer ich sie treffe, blickt sie mich an, als wolle sie mit mir sprechen. Doch wenn ich sage, was ist denn Tante Barbara? Erwidert sie nie etwas, sondern deutet nur auf das Haus, was so schrecklich vage ist. Ich glaube, da gibt es etwas, das sie vor 200 Jahren hat beichten wollen. Doch mittlerweile hat sie wohl vergessen, was es war.« In diesem Augenblick stieß Flo zwei, drei kurze, zufriedene Bella aus und kam mit wedelndem Schwanz aus dem Gebüsch. Dann sprang sie freudig um eine, wie es mir schien, völlig leere Stelle auf dem Rasen herum. »Da siehst du, Flo hat sich schon mit ihr angefreundet«, bemerkte Mrs. Perivale. »Ich frage mich, warum sie diesen dummen Blauton für ihre Kleidung gewählt hat.« Aus dieser kurzen Szene lässt sich vielleicht schließen, dass selbst in Bezug auf übernatürliche Phänomene etwas Wahres an jenem Sprichwort über die Vertrautheit ist. Doch die Peverills behandeln ihre Geister nicht gerade verächtlich, denn die meisten Mitglieder dieser netten Familie haben ihren Lebtag noch keine Menschenseele mit Verachtung gestraft. Es sei denn, es handelt sich um solche Personen, die eingestandenermaßen keinen Pfifferling auf die Jagd oder das Schießen oder Golf oder das Schlittschuhlaufen geben. Und da all ihre Geister zu ihrer Familie gehören, schien es nicht so weit hergeholt anzunehmen, dass sie alle, die blaue Dame eingeschlossen, zu irgendeinem Zeitpunkt große Könner in den Feldsportarten waren. Soweit es dies betrifft, hegen sie also keine solche Unfreundlichkeit oder Verachtung, sondern nur Mitleid. Auf einen speziellen Peverill, der sich bei dem fruchtlosen Versuch nach irgendeiner blutrünstigen und grausamen Tat im Garten auf einem Vollblüter die große Innentreppe des Hauses hinaufzureiten, das Genick brach, sind sie sogar geradezu stolz. Und Blanche kommt am Morgen mit ungewöhnlich strahlenden Augen nach unten, wenn sie verkünden kann, dass Master Antony letzte Nacht wieder mal sehr laut war. Es war, einmal abgesehen von der Tatsache, dass er einst ein solch verderbter Wüterich gewesen ist, ein Funstkerl bei der Querfeldeinjagd. Und ihnen gefallen diese Hinweise auf das Fortleben seiner außerordentlichen Vitalität. In der Tat ist es als Kompliment anzusehen, wenn man ihnen bei ihrem Aufenthalt auf Church Peveril ein Schlafzimmer zuweist, das von verblichenen Mitgliedern der Familie frequentiert wird. Es bedeutet, dass man sie für wert erachtet, einen Blick auf die erlauchten und schurkischen Toten werfen zu dürfen. Und so werden sie in irgendein gewölbeartiges oder mit Wandteppichen geschmücktes Gemach geführt, das noch nicht die Annehmlichkeiten von elektrischem Licht aufweist. Und man erklärt ihnen, dass Ururgroßmutter Bridget
dort gelegentlich aus nicht näher zu klärenden Gründen am Kamin erscheint, doch dass es besser wäre, sie nicht anzusprechen und dass sie Master Anthony hier ganz ausgezeichnet hören könnten, wenn es irgendwann vor dem Morgengrauen versuchen sollte, wenn er irgendwann vor dem Morgengrauen versuchen sollte, wieder einmal die große Treppe zu erklimmen. Daraufhin lässt man sie dann allein, damit sie ihre Nachtruhe genießen können, und sie beginnen zögernd, nachdem sie sich mit zitternden Fingern entkleidet haben, die Kerzen auszublasen. Es ist sehr zugig in diesen großen Gemächern, und die schweren Gobelins schwingen hin und her und wölben sich vor und glätten sich wieder, und der Feuerschein des Kamins tanzt auf den Umrissen der Jäger und Ritter und finsteren Szenen. Dann steigen sie in ihr Bett, ein Bett so groß, dass sie vermeinen, die Wüste Sahara würde sich unter ihnen ausbreiten, und beten wie die Seeleute, die mit dem heiligen Paulus hinaussegelten, für den Anbruch des Morgens. Und die ganze Zeit über sind sie sich bewusst, dass Freddy und Harry und Blanche und wahrscheinlich selbst Mrs. Peril durchaus imstande wären, sich zu verkleiden, und beunruhigende Klopfgeräusche. An ihrer Tür zu machen, so dass sie, wenn sie diese öffnen sollten, unvermittelt irgendeinem unbeschreiblichen Schrecken gegenüberstehen. Ich selbst bleibe steif und fest bei der Behauptung, dass ich unter einem nicht näher zu bestimmenden Herzklappenfehler leide und nächtige so ungestört im neuen Flügel des Hauses, in dem Tante Barbara und Ururgroßmutter Bridget und Master Anthony sich niemals zeigen. Ich habe die Einzelheiten an Ururgroßmutter Bridget vergessen, doch sie hat wohl irgendeinen entfernteren Verwandten die Kehle durchgeschnitten, bevor sie sich selbst mit einer Streitaxt, die schon in Agincourt Verwendung fand, die Gedärme aufschlitzte. Zuvor hatte sie ein ungezügeltes Leben geführt, angefüllt mit höchst erstaunlichen Geschehnissen. Doch es gibt dort auf Church Peril einen Geist, über den die Familie niemals lacht, an dem sie kein freundliches, amüsiertes Interesse hegt und von dem sie nur gerade so viel spricht, wie für die Sicherheit ihrer Gäste nötig ist. Eigentlich müsste man das Phänomen als zwei Geister bezeichnen. Denn bei dem betreffenden Spuk handelt es sich um das Erscheinen zweier sehr junger Kinder. Zwillinge, um genau zu sein. Diese nimmt die Familie nicht ohne Grund ausgesprochen ernst. Ihre Geschichte, wie sie mir von Mrs. Peril erzählt wurde, ist wie folgt. Im Jahre 1602, dem letzten Jahr der Regentschaft von Königin Elisabeth I., erfreute sich ein gewisser Dick Peveril großer Beliebtheit bei Hofe. Er war der Bruder von Master Joseph Peveril, dem Herrn über den Familienbesitz und die Ländereien, der zwei Jahre zuvor im respektablen Alter von 74 Jahren Vater zweier Söhne geworden war. Diese Zwillinge waren seine ersten und einzigen Stammhalter. Es ist überliefert, dass die königliche und greise Jungfrau, also Elisabeth I., zum schönen Dick, der beinahe 40 Jahre jünger als sein Bruder war, gesagt haben soll: Es ist eine Schande, dass nicht ihr Herr auf Church Peril seid. Und wahrscheinlich waren es diese Worte, die einen finsteren Plan in ihm keimen ließen. Sei es, wie es will. Der schöne Dick Richard, der mit großem Geschick den Ruf der Verderbtheit und Verschlagenheit, die der Familie anhaftete, aufrecht erhielt, machte sich auf, nach Yorkshire zu reiten. Bei seiner Ankunft dort stellte er fest, dass sein Bruder Joseph
sehr zuvorkommend einen Schlaganfall, haben wir ja gerade von geredet, ne? Einen Schlaganfall offenkundig das Ergebnis einer Hitzeperiode und der Notwendigkeit, seinen Durst mit einer ansehnlichen Menge süßen Weines zu löschen, erlitten hatte und verstorben war. Während der schöne Dick mit Gott weiß für welchen üblen Ränken im Kopf gegen Norden reiste. So kam es, dass er gerade rechtzeitig zur Beisetzung seines Bruders auf Church Peveril eintraf. Er wohnte den Trauerfeierlichkeiten mit Würde und Pietät bei und kehrte zurück, um einen oder zwei mitfühlende Tage gemeinsamer Trauer mit seiner nun verwitweten Schwägerin zu verbringen, die eine recht verzagte Dame und dem Ganzen nur schwerlich gewachsen war. In der zweiten Nacht seines Aufenthalts tat er das, was die Peverills bis zum heutigen Tag bereuen. Er betrat das Gemach, in dem die Zwillinge mit ihrem Kindermädchen schliefen, und erwürgte das Kindermädchen heimtückisch im Schlaf. Dann ergriff er die Zwillinge und steckte sie in das Kaminfeuer, das die lange Galerie heizte. Das Wetter, das bis zum Tage von Josephs Ableben so heiß gewesen war plötzlich umgeschlagen und bitterkalt geworden. Und im Kamin türmten sich die brennenden, anheimelnd knisternden Holzscheite. Im Herzen dieses Feuerofens öffnete er eine Kremationskammer und in diese warf er die beiden Kinder, wobei er mit seinen schweren Reitstiefeln nach ihnen trat, damit sie Ruhe gaben. Sie konnten gerade laufen, doch sie konnten nicht aus dieser feurigen Todesfalle entfliehen. Es wird gesagt, er habe gelacht, als er weitere Holzscheite nachlegte. Und so wurde er Herr auf Church Peveril. Das Verbrechen wurde ihm nie zur Last gelegt, doch er konnte sich nicht länger als ein Jahr an seinem blutbefleckten Erbe erfreuen. Als er im Sterben lag, legte er dem Priester, der in seiner letzten Stunde bei ihm weilte, seine Beichte ab. Doch seine Seele löste sich aus ihrer irdischen Fessel, bevor ihm Absolution erteilt werden konnte. Und genau in jener Nacht begann auf Church Peveril der Spuk, von dem die Familie bis zum heutigen Tage nur selten spricht. Und wenn, dann nur mit flüsternden Stimmen und ernsten Gesichtern. Denn kaum ein oder zwei Stunden nach dem Tod des schönen Dick hörte einer der Dienstboten, der an der Tür zur langen Galerie vorbeikamen, darin ein lautes Gelächter, so jovial und doch so finster, von dem er geglaubt hatte, dass man es in diesem Hause nie wieder zu hören bekommen würde. In einem Anflug jenes kalt entschlossenen Mutes, der der Todesangst so nahe ist, öffnete er die Tür und trat ein, in der Erwartung, dort irgendeine, wie auch immer geartete Manifestation dessen zu sehen, der tot im Raum unten aufgebahrt lag. Stattdessen erblickte er zwei kleine, weiß gekleidete Gestalten, die Hand in Hand auf ungelenken Beinchen über die vom Mondlicht beschienenen Bodendielen auf ihn zukamen. Die Anwesenden der Totenwache im Raum unten liefen aufgeschreckt vom krachenden Aufschlagen seines fallenden Körpers nach oben und fanden ihn auf dem Boden liegend, die Züge seines Gesichtes so grausig verzerrt, als hätte er in das Antlitz des Leibhaftigen geblickt. Kurz vor dem Morgengrauen erlangte er noch einmal das Bewusstsein und erzählte, was er gesehen hatte. Dann deutete er mit bebenden, aschfahlen Fingern auf die Tür, stieß einen letzten, markerschütternden Schrei aus und sagte tot nach hinten.
Über die nächsten 50 Jahre wurde diese seltsame und grausige Legende von den beiden Zwillingen weiter verfestigt und untermauert. Ihr Erscheinen war, sehr zum Glück derer, die das Haus bewohnten, außerordentlich selten, und in all diesen Jahren schienen sie nur 4 oder 5 Mal gesehen worden zu sein. Jedes Mal erschienen sie dabei in der Nacht, zwischen Sonnenuntergang und Morgengrauen. Immer in der langen Galerie und immer als 2 kaum dem Krabbelalter entwachsenen Kinder. Und jedes Mal starb der unglückliche Mensch, der sie sah, eines plötzlichen oder schrecklichen oder einen plötzlichen und schrecklichen Todes, nachdem ihm die verfluchte Vision erschienen war. Manchmal mochte er noch ein paar Monate leben. Er hatte Glück, wenn er, wie der Dienstbote, der sie zuerst erblickte, innerhalb von wenigen Stunden verschied. Achtung! Weitaus abscheulicher ist das Schicksal einer gewissen Mrs. Canning, die das Unglück hatte, sie in der Mitte des darauffolgenden Jahrhunderts zu sehen, oder um genauer zu sein, im Jahre 1760. Zu jener Zeit waren die Stunden und Orte ihres Erscheinens schon wohl vertraut, und bis vor einem Jahr wurden alle Besucher gewarnt, nicht zwischen Sonnenuntergang und Morgengrauen die lange Galerie zu betreten. Doch Mrs. Canning, eine außerordentlich intelligente und schöne Frau und nebenbei Bewunderin und Freundin des notorischen Skeptikers Voltaire, ging willentlich hin und saß trotz aller Versuche, sie von ihrem Unterfangen abzubringen, Nacht für Nacht an jenem gespenstischen Ort. 4 Abende lang sah sie nichts, doch am fünften bekam sie ihren Willen, denn die Tür in der Mitte der Galerie öffnete sich, und das unheilbringende, unschuldige kleine Paar kam auf sie zugewatschelt. Es scheint, dass sie selbst da noch nicht beängstigt war, sondern sich noch einen Spaß draus machte, sie zu verhöhnen, indem sie ihnen erklärte, dass es Zeit wäre, dass sie doch wieder ins Feuer gehen sollten. Sie erwiderten keine einzige Silbe, sondern wandten sich weinend und schluchzend von ihr ab. Gleich darauf verschwanden sie aus ihrem Blickfeld, und sie eilte nach unten, wo die Familie und die anderen Gäste auf sie warteten, um ihnen triumphierend zu verkünden, dass sie die beiden gesehen hätte und nun auf der Stelle an Voltaire schreiben und ihm mitteilen wollte, dass sie mit wahren Geistern gesprochen hätte. Er würde sich darüber ausschütten vor Lachen. Doch als ihn einige Monate später die ganze Wahrheit über dieses Geschehnis erreichte, da war ihm gar nicht zum Lachen zumute. Mrs. Canning war eine der großen Schönheiten ihrer Zeit, und im Jahr 1760 stand sie am Höhepunkt und Zenit ihrer Blüte. Ihre hauptsächliche Schönheit, wenn es möglich ist, einen einzelnen Punkt herauszugreifen, wo doch alles so erlesen war, lag in der bemerkenswerten Farbe und unvergleichlichen Leuchtkraft ihres Gesichtes. Sie war nun gerade 30 Jahre alt, doch trotz ihres ausschweifenden Lebenswandels war es ihr gelungen, die schneeweißen und rosigen Tönungen ihrer Mädchenjahre zu erhalten. Und sie genoss das strahlende Tageslicht, das andere Frauen mieden, denn es brachte die Pracht ihrer Haut noch besser heraus. Als Folge daraus war sie im höchsten Maße bestürzt, als sie eines Morgens, etwa 2 Wochen nach ihrem seltsamen Erlebnis in der langen Galerie, wohl 4 Zentimeter unter ihren türkisfarbenen Augen auf ihrer linken Wange einen kleinen, grauen Fleck entdeckte, etwa so groß wie ein Dreipennystück. Erfolglos versuchte sie, ihre üblichen Seifen und Salben aufzutragen. Erfolglos waren auch die Künste
ihrer Pharyose und ihrer Ärzte. Eine Woche lang zog sie sich vollkommen zurück und marterte sich mit Einsamkeit und ungewohnten Körperertüchtigungen. Doch das Ergebnis war nur, dass sich am Ende jener Woche keine Verbesserung eingestellt hatte, mit der sie sich hätte trösten können. Stattdessen hatte jener abscheuliche graue Fleck seine Größe verdoppelt. Von da an entwickelte sich die namenlose Krankheit, was immer es war, in neuen schrecklichen Symptomen. Von der Mitte der verfärbten Stelle breiteten sich kleine, flechtenartige, grünlich-graue Tentakel aus und auf ihrer Unterlippe erschien ein weiterer Fleck. Auch dieser wucherte alsbald und eines Morgens, als sie die Augen aufschlug, um abermals dem Grauen eines neuen Tages zu begegnen, stellte sie fest, dass ihre Sicht sonderbar verschwommen war. Sie eilte zu ihrem Spiegel und was sie dort erblickte, ließ sie einen markerschütternden Schreckensschrei ausstoßen. Unter ihrem Oberlid war über Nacht eine neuere Wucherung hervorgeschossen wie ein Pilz und ihre Filamente erstreckten sich nach unten und bedeckten die Pupille ihres Auges. Bald darauf wurden ihre Zunge und ihr Hals betroffen. Die Luftwege setzten sich zu und der Tod durch Ersticken war eine Gnade nach all diesem ihrem Leiden. Noch grausiger war der Fall eines gewissen Colonel Blantyre, der seinen Revolver auf die Kinder abfeuerte. Was er durchleiden musste, mag ich hier gar nicht berichten. Es ist also dieser Spuk, den die Peverills so ernst nehmen, und jedem Gast wird bei seiner Ankunft im Hause erklärt, dass die lange Galerie unter keinen Umständen nach Anbruch der Nacht betreten werden darf. Bei Tage hingegen ist es ein äußerst gemütlicher Raum und verdient eine Beschreibung. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass eine genaue Kenntnis seiner Örtlichkeiten notwendig ist für das Verständnis der Geschehnisse, von denen noch zu berichten ist. Der Raum hat eine Länge von gut 25 Metern und wird von einer Reihe von 6 hohen Fenstern erhellt, die den Garten hinter dem Haus überblicken. Eine Tür führt zum Absatz am Kopf der großen Treppe und etwa am halben Weg der Galerie hinunter befindet sich in der Wand, die den Fenstern gegenüber liegt, eine weitere Tür, die zur Hintertreppe und von dort zu den Räumen der Dienstboten führt, sodass diese auf ihrem Weg in die Zimmer im ersten Stock zwangsläufig durch die Galerie kommen müssen. Durch diese Tür treten auch die Kindergestalten ein. Als sie Mrs. Canning erschienen, taten sie es auch, und auch bei mehreren weiteren Gelegenheiten haben sie diesen Durchgang benutzt. Denn das Gemach, aus dem der schöne Dick sie verschleppte, lag direkt dahinter am Kopf der Dienstbotentreppe. Ein Stück weiter, die Galerie hinunter, findet sich der Kamin, in den er sie warf, und am gegenüberliegenden Ende ist ein großes Bogenfenster, das geradewegs auf die Allee blickt. Über dem Kamin hängt passend und doch zugleich finster in seiner Bedeutung ein Porträt des schönen Dick in der überheblichen Blüte seiner jungen Männlichkeit, das man Holbein zuschreibt, und ein Dutzend weiterer Porträts von großem Wert sind den Fenstern gegenüber angebracht. Während des Tages ist die Galerie der meistgenutzte Aufenthaltsraum des Hauses, denn ihre anderen Besucher erscheinen nie um diese Zeit, ebenso wenig wie hier des schönen Dicks gemeinsames joviales Gelächter widerhallt, das manchmal nach Einbruch der Dunkelheit von denen gehört wird, die auf dem Treppenabsatz davor vorbeikommen. Doch Blanche bekommt keine strahlenden Augen, wenn sie es hört. Sie hält sich die Ohren zu und beeilt sich, größeren Abstand zwischen sich und den Laut jener abscheulichen Freude zu bringen. Während des Tages jedoch wird die lange Galerie von vielen Gästen aufgesucht und viel Gelächter
das in keiner Weise finster oder böse klingt, hallt durch den Raum. Wenn der Sommer heiß über dem Land liegt, räkeln sich die Gäste in den gemütlichen Sesseln vor den Fenstern. Und wenn der Winter seine eisigen Finger ausstreckt und schrill zwischen seinen gefrorenen Handflächen hindurchpfeift, versammeln sie sich um den Kamin am anderen Ende und hocken in fröhlich plaudernder Runde auf Sofa und Sessel und Sessellehne und Boden. Oft habe ich dort an langen Augustabenden gesessen, bis es Zeit wurde, sich zum Abendessen umzukleiden, doch nie bin ich dort gewesen, wenn alle geneigt schienen, ein wenig länger dort auszuharren, ohne die Warnung zu hören. Bald ist Sonnenuntergang. Wollen wir nicht gehen? Später dann, an den kürzeren Herbsttagen, haben die dort den Tee serviert. Und manchmal ist es vorgekommen, mochte das freudige Treiben auch noch so mitreißend sein, dass Mrs. Peverill unvermittelt aus dem Fenster blickte und sagte, »Meine Lieben, es wird spät. Lasst uns unseren Unsinn in der Halle unten weiterführen.« Und dann senkt sich für einen kurzen Augenblick eine seltsame Stille über die geschwätzige Familie sowie über ihre Gäste. Und als hätte man uns gerade eine schlechte Nachricht überbracht, verlassen wir alle schweigend diesen Ort. Doch der Geist der Peverills, der Lebende meine ich, ist von höchst quecksilbriger Qualität, und der dunkle Schatten, den der Gedanke an den schönen Dick und seine Untaten auf sie fallen lässt, schwindet mit erstaunlicher Schnelligkeit wieder dahin. Im letzten Jahr, kurz nach Weihnachten, weilte eine typische Gesellschaft, groß, jung und außerordentlich fröhlich, auf Church Peverill, und Mrs. Peverill gab wie üblich am 31. Dezember ihren jährlichen Silvesterball. Das Haus war bis zum Rand gefüllt von Menschen, und außerdem hatte sie noch einen Teil des Peverill Arms reservieren lassen, um Nachtquartiere für jene bereitzuhalten, die im Haus selbst keinen Platz mehr fanden. Schon seit einigen Tagen hatte ein schwarzer, windloser Frost allem Jagen Einhalt geboten, doch es muss schon eine sehr böse Windstille sein, die niemanden etwas Gutes herüberbläst, wenn eine solche Mischung der Metaphern erlaubt ist. Und der See unterhalb des Hauses war seit ein oder zwei Tagen mit einer ausreichenden und vorzüglichen Eisschicht bedeckt. Jeder im Haus war den ganzen Morgen jenes Tages über damit beschäftigt gewesen, gekonnte und halsbrecherische Manöver auf der zarten Oberfläche zu vollführen. Und sobald das Mittagessen vorüber war, eilten wir alle mit einer Ausnahme wieder nach draußen. Diese Ausnahme war Marge Dalrymple, die früher am Tage das Unglück gehabt hatte, recht böse zu stürzen, doch nun hoffte wenigstens den Tanz am Abend beiwohnen zu können, wenn sie ihr verletztes Knie ausruhte, statt sich abermals zu den anderen Eisläufern zu gesellen. Diese Hoffnung, so muss wohl gesagt werden, war im höchsten Maße optimistisch, denn sie konnte nur recht ungraziös zum Haus zurückhumpeln, doch mit dem überschwänglichen Optimismus, der den Peverills eigen ist, sie ist Blanches Cousine ersten Grades, bemerkte sie, dass sie an ihrer momentanen Verfassung nur bedingtes Vergnügen aus weiterem Eislaufversuchen ziehen konnte, und so opferte sie wenig, doch könnte vielleicht viel gewinnen. Und so ließen wir Marge nach einem hastig eingenommenen Kaffee, der in der langen Galerie serviert wurde, gemütlich ausgestreckt auf einem großen Sofa, das im rechten Winkel zum Kamin aufgestellt war, zurück, wo sie sich mit einem erquicklichen Buch die Langeweile bis zum Tee vertreiben konnte. Da sie zur Familie gehörte, wusste sie alles über den schönen Dick und die kleinen Kinder und das Schicksal von Mrs. Canning und Colonel Blantyre. Als wir hinausgingen, hörte ich Blanche zu ihr sagen, »Sei nur nicht so unvorsichtig, meine Liebe«, und Marge hatte erwidert, »Nein, ich gehe lange vor Sonnenuntergang von hier fort.« Und so ließen wir sie allein
in der langen Galerie zurück. Marge las für einige Minuten ihr erquickliches Buch, doch da sie sich nicht darin zu versenken vermochte, legte sie es alsbald wieder beiseite und hinkte zum Fenster hinüber. Obgleich es erst kurz nach zwei war, drang nur schwaches, unstetes Licht hinein, denn an die Stelle der kristallinen Helligkeit des Morgens war eine dieser Schummrigkeit getreten, die von den düsteren, schweren Wolken erzeugt wurde, die träge aus Nordosten über den Himmel krochen. Schon war der ganze Himmel von ihnen verhangen, und gelegentlich schwebten ein paar Schneeflocken an den hohen Fenstern vorbei. Die Dunkelheit und bittere Kälte des Nachmittags schienen ihr zu bedeuten, dass schon bald schwere Schneefälle einsetzen würden, und diese äußeren Anzeichen fanden ihre Entsprechung in ihrem Inneren, in jener gedämpften Schläfrigkeit des Verstandes, die denjenigen, die anfällig sind für die Umschläge des Wetters, vom Sturm künden. Marge war in höchstem Maße anfällig für solch äußere Einflüsse. Ein frischer Morgen versetzte sie in eine unbeschreiblich heitere und frische Stimmung, und ebenso brachte das Aufziehen schlechten Wetters etwas mit sich, das sie schläfrig und niedergeschlagen werden ließ. In einer solchen Stimmung humpelte sie zurück zu ihrem Sofa neben dem Kaminfeuer. Das ganze Haus wurde behaglich von Wasserrohren beheizt, und obgleich das Feuer aus Holzscheiten und Torf nun schon sehr weit heruntergebrannt war, da war es im Raum dennoch angenehm warm. Gelangweilt schaute sie auf die erlöschenden Flammen und lag, statt abermals ihr Buch aufzuschlagen, lieber mit dem Gesicht zum Kamin gewandt auf dem Sofa, noch immer mit dem schläfrigen Vorsatz, sich alsbald auf ihr Zimmer zu begeben und die Stunden, die verblieben, bis die Schlittschuhläufer zurückkehrten, um das Haus mit ihrem fröhlichen Treiben zu erfüllen, damit zu verbringen, ein oder zwei hinausgeschobene Briefe zu schreiben. Noch immer schläfrig sann sie darüber nach, wovon sie berichten sollte. Ein längst überfälliger Brief würde an ihre Mutter gehen, die sich sehr für die übernatürlichen Angelegenheiten der Familie interessierte. Sie würde ihr erzählen, dass Master Anthony vor ein, zwei Nächten wieder mal außergewöhnlich umtriebig auf der Treppe gewesen war und dass Mrs. Peverell an jenem Morgen beobachtet hatte, wie die blaue Dame trotz der eisigen Kälte einen Spaziergang unternahm. Es war recht interessant. Die blaue Dame war den Lorbeerpfad hinuntergegangen und war von ihr erspäht worden, als sie die Stallungen betrat, in denen sich gerade Freddy Peverell aufhielt, um die Pferde zu inspizieren, die für die Jagd über die frostigen Felder vorgesehen waren. Daraufhin hatte sich plötzlich Panik im Stall ausgebreitet und die Pferde hatten gewirrt und um sich getreten und gescheut und geschwitzt. Die todbringenden Zwillinge hatten schon seit Jahren niemand mehr zu Gesicht bekommen. Doch, wie ihre Mutter ja wusste, benutzten die Peverells die lange Galerie niemals nach Einbruch der Dunkelheit. Dann setzte sie sich für einen Augenblick auf, denn sie besann sich darauf, dass sie selbst sich gerade in der langen Galerie befand. Doch es war noch immer erst kurz nach halb drei, und wenn sie in einer halben Stunde auf ihr Zimmer gehen würde, hätte sie noch immer genug Zeit, vor dem Tee diesen und einen weiteren Brief zu schreiben. Bis dahin würde sie ihr Buch lesen. Doch sie stellte fest, dass sie es auf dem Fenstersims hatte liegen lassen, und es schien ihr der Mühe nicht wert, aufzustehen und es zu holen. Sie fühlte sich außerordentlich schläfrig. Das Sofa, auf dem sie lag, war erst kürzlich mit Samt in einer graugrünen Schattierung neu bezogen worden, ähnlich der Farbe von Flechten. Es war ein sehr dicker, weicher Stoff, und sie streckte genüsslich die Arme aus, einen zu jeder Seite ihres Körpers, und presste ihre Finger in die Webschlaufen. Wie schrecklich doch die Geschichte um Mrs. Canning war.
Die Wucherung auf ihrem Gesicht hat die Farbe von Flechten gehabt. Und dann schlief Marge, ohne ein weiteres Zwischenstadium oder ein Verschwimmen der Gedanken ein. Sie träumte. Sie träumte, dass sie aufwachte und sich noch immer genau dort befand, wo sie eingeschlafen war. In eben genau derselben Stimmung und der Lage. Die Flammen der Holzscheite waren wieder aufgelodert und tanzten an den Wänden, so dass sie das Abbild des schönen Dicks über den Kamin beleuchteten. In ihrem Traum konnte sie sich genau daran erinnern, was sie an diesem Tag getan hatte und weshalb sie nun hier lag, statt mit dem Rest der Schlittschuhläufer draußen zu sein. Sie erinnerte sich ebenfalls immer noch träumend, dass sie vor dem Tee ein oder zwei Briefe schreiben wollte und setzte an, aufzustehen, um sich auf ihr Zimmer zu begeben. Als sie sich halb aufgerichtet hatte, fiel ihr Blick auf ihre eigenen Arme, die zu beiden Seiten von ihr auf dem grauen Samtsofa lagen. Doch sie konnte nicht erkennen, wo ihre Hände endeten und wo der graue Samt begann. Ihre Finger schienen mit dem Stoff verschmolzen zu sein. Sie konnte deutlich ihre Handgelenke ausmachen und eine blaue Vene auf dem Handrücken und hier und dort einen Knöchel sehen. Dann erinnerte sie sich an ihrem Traum, an den letzten Gedanken, der ihr durch den Kopf gegangen war, bevor sie einschlief, nämlich die Furcht, die flechtenfarbene Wucherung auf Mrs. Kennings Gesicht, Augen und Hals. Mit diesem Gedanken erfasste sie der erstickende Schrecken eines realen Albtraums. Sie wusste, dass sie in jenen grauen Stoff verwandelt worden war, und sie war vollkommen außerstande, sich zu bewegen. Schon bald würde sich das Grau ihre Arme hinauf und über ihre Füße ausbreiten. Wenn sie vom Eislaufen heraufkamen, würden sie hier nichts weiter als ein riesiges, seltsam verformtes Kissen aus flechtfarbenem Samt vorfinden. Und das würde sie sein. Das Grauen packte sie noch fester. Und dann befreite sie sich mit einem all ihrer Kraft erfordernden Ruck aus der Umklammerung jenes sehr bösen Traumes. Und sie erwachte. Eine Weile lag sie da und spürte nichts weiter als eine übermächtige Erleichterung darüber, wieder wach zu sein. Abermals fühlte sie unter ihren Fingern die angenehme Liebkosung des Samtes und fuhr mit ihnen darauf entlang, um sich zu vergewissern, dass sie nicht, wie es ihr der Traum vorgegaukelt hatte, mit der grauen Samtigkeit verschmolzen war. In jenem Augenblick loderte plötzlich eine Flammenzunge des erlöschenden Feuers auf und ein grelles Aufflackern des verbrennenden Gases aus dem Torf durchflutete den Raum. Das Porträt des schönen Dick blickte böse funkelnd auf sie herab und ihre Hände waren wieder sichtbar. Und dann ergriff sie eine Panik, die schlimmer war als die Panik ihrer Träume. Das Tageslicht war gänzlich erloschen und sie wusste, dass sie allein in der Dunkelheit, in der grauenhaften langen Galerie war. Diese Panik hatte die Qualität eines Albtraums, denn sie spürte, dass sie unfähig war, sich zu bewegen. Doch sie war schlimmer als ein Albtraum, da sie wusste, dass sie wach war. Und dann dämmerte ihr der wahre Grund für diese erstarrende Furcht in ihrer Gänze. Sie wusste mit der Sicherheit absoluter Überzeugung, dass sie gleich die Zwillingskinder sehen würde. Sie spürte, wie Angstschweiß auf ihre Stirn trat und die Zunge in ihrem Mund und ihrer Kehle waren plötzlich wie ausgetrocknet und sie spürte, wie ihre Zunge knirschend über die innere Oberfläche ihrer Zähne glitt. Jegliche Kraft der Bewegung war aus ihren Gliedern gewichen und hatte sie taub und
reglos zurückgelassen, und sie starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Finsternis. Die flackernde Flamme des Torfs hatte sich ausgebrannt und Dunkelheit hüllte sie ein. Dann begann sie auf der ihr gegenüberliegenden Wand, den Fenstern zugewandt, ein schwacher, blutroter Lichtschimmer auszubreiten. Ich fange nochmal an. Achtung! Dann begann sich auf der ihr gegenüberliegenden Wand, den Fenstern zugewandt, ein schwacher, blutroter Lichtschimmer auszubreiten. Für einen Augenblick vermeinte sie, er würde das Herannahen jener abschaulichen Erscheinung ankündigen, doch dann keimte Hoffnung in ihrem Herzen auf, denn sie erinnerte, dass dunkle Wolken den Himmel verhangen hatten, als sie einschliefe, und nahm nun an, dass dieses Licht von der Sonne kam, die noch nicht ganz untergegangen sei. Dieses plötzliche, erneute Aufleben der Hoffnung verlieh ihr den nötigen Antrieb, und sie sprang von dem Sofa, auf dem sie gelegen hatte, auf. Sie blickte aus dem Fenster und sah das gedämpfte Glühen am Horizont. Doch noch bevor sie einen Schritt darauf zumachen konnte, wurde es wieder verdeckt. Ein schwaches Flackern von Licht drang aus dem Kamin, doch es vermochte kaum, die Kacheln des Kamines zu erhellen, und schwere Schneeflocken klopften gegen die Fensterscheiben. Davon abgesehen gab es kein weiteres Licht und keine weiteren Geräusche. Doch der Mut, der sie durchströmt und ihr die Kraft zur Bewegung verliehen hatte, hatte sie noch nicht ganz verlassen, und sie begann, sich durch die Galerie zu tasten. Und dann stellte sie fest, dass sie jegliche Orientierung verloren hatte. Sie stieß gegen einen Sessel und stolperte noch im Aufrichten gegen einen zweiten Sessel. Dann versperrte ihr ein Tisch den Durchgang, und sie wirbelte herum, nur um feststellen zu müssen, dass sie gegen die Rückenlehne des Sofas gepresst dastand. Abermals drehte sie sich herum und sah den schwachen Lichtschimmer des Kaminfeuers und der entgegengesetzten Wand. Als sie erwartet hatte, in ihrem blinden Umhertasten musste sie sich unbemerkt im Kreis gedreht haben. Doch welchen Weg sollte sie nun nehmen? Sie schien auf allen Seiten von Möbelstücken umstellt zu sein. Und die ganze Zeit überließ sie der nagende und drängende Gedanke nicht los, dass ihr die beiden unschuldigen, schrecklichen Geister jeden Augenblick erscheinen würden. Da begann sie zu beten. »Entzünde uns ein Licht in der Finsternis, o Herr«, sprach sie zu sich selbst. Doch sie konnte sich nicht darauf besinnen, wie das Gebet weiterging, und dabei brauchte sie es so nötig. Da war etwas über die Gefahren, die in der Nacht lauerten, und die ganze Zeit übertastete sie bebenden, zagenden Fingers sich umher. Der Feuerschein, der zu ihrer Linken hätte sein sollen, war wieder auf ihrer Rechten, also musste sie sich abermals herumdrehen. »Entzünde uns ein Licht in der Finsternis, o Herr!« Sie stolperte gegen einen Paravent und konnte sich nicht daran erinnern, dass es hier einen solchen Paravent gegeben hätte. Eilig tastete sie mit blinden Händen neben ihm entlang und berührte etwas Weiches, Samtiges. War es das Sofa, auf dem sie gelegen hat? Wenn es es war, wo war dann das Kopfende? Es hatte einen Kopf und einen Rücken und Füße. Es war ein Mensch, der ganz mit grauen Flechten überwuchert war. Dann verlor sie völlig den Kopf. Sie vermochte nichts anderes mehr als zu beten. Sie war orientierungslos, verloren an diesem grauenhaften Ort, wo niemand in der Dunkelheit hinkam, außer den kleinen Kindern, die weinten. Und sie hörte, wie sich ihre Stimme von einem Flüstern zu normaler Lautstärke erhob und von normaler Lautstärke zu einem Schrei. Kreischend stieß sie die geheiligten Worte aus. Sie brüllte sie heraus,
als wären es Blasphemien, während sie sich zwischen den Tischen und Sesseln und den anderen Dingen des alltäglichen Lebens, das sich nun unvermittelt in einen grauenhaften Albtraum verwandelt hatte, entlang tastete. Dann kam eine plötzliche und schreckliche Antwort auf ihre hinausgeschrienen Gebete. Abermals wurde eine Blase brennbaren Gases des Torfs im Kamin von den glingenden Spänen entzündet und der Raum war augenblicklich in Licht getaucht. Sie sah die bösen Augen des schönen Dick. Sie sah die kleinen gespenstischen Schneeflocken, die in schweren Trauben vor dem Fenster herabfielen, und sie sah, wo sie war, direkt gegenüber der Tür, durch die die abscheulichen Zwillinge einzutreten pflegten. Dann erlosch die Flamme wieder, und sie war abermals allein in der Finsternis. Doch sie hatte etwas gewonnen, denn sie wusste nun, wo sie sich befand. Die Mitte des Raumes war bar jeder Möbelstücke und ein kurzer Spurt würde sie zu der Tür zum Absatz am Kopf der großen Treppe und damit in Sicherheit bringen. In jenem Lichtschimmer hatte sie den Türgriff ausmachen können. Funkelndes Messing, so leuchtend wie ein Stern. Sie würde geradewegs darauf zuhalten. Es würde jetzt nur noch wenige Augenblicke dauern. Sie holte tief Luft, zum Teil aus Erleichterung, zum Teil um den Bedürfnissen ihres rasenden Herzens Rechnung zu tragen. Doch der Atemzug war nur halb eingesogen, als sie abermals von der Lähmung des Albtraums gepackt wurde. Ein leises Wispern war zu hören, mehr war es nicht. Es drang von der Tür herüber, der gegenüber sie stand, und durch die Zwillinge eintraten. Dahinter war es nicht vollkommen dunkel, denn sie konnte sehen, wie sich die Tür öffnete. Und auf einmal standen sie da, zwei kleine weiße Gestalten, Seite an Seite. Sie kamen langsam und schlurfend auf sie zu. Sie konnte weder ihre Gesichter noch ihre Umrisse deutlich ausmachen. Doch die beiden kleinen weißen Gestalten kamen näher. Sie wusste, dass es die Geister des Schreckens waren, unschuldig an dem grauenhaften Unheil, das sie mit sich brachten, so wie auch sie unschuldig war. Mit der unvorstellbaren Geschwindheit der Gedanken entschloss sie sich, was sie tun würde. Sie hatte sie weder verletzt noch verhöhnt, weder verletzt noch verhöhnt. Und sie waren kaum mehr als Säuglinge gewesen, als die heimtückische und blutrünstige Untat sie in ihren Feuertod geschickt hatte. Sicher würden die Geister dieser Kinder nicht taub sein gegen den Schrei eines Menschen, in dessen Adern dasselbe Blut wie in dem ihren floss, die keine Missetat begangen hatte, die das Verhängnis, das sie brachten, verdient hätte. Wenn sie sie anflehe, würden sie vielleicht Mitleid haben, würden sie vielleicht davon absehen, sie dem Fluch zu belegen, würden sie vielleicht ohne Schaden, ohne das Todesurteil oder den Schatten von Dingen, die schlimmer als der Tod waren, gehen lassen? Sie zögerte nur einen winzigen Augenblick, dann sank sie auf die Knie und streckte ihnen die Hände entgegen. »Oh, meine Lieben«, sagte sie, »ich bin nur eingeschlafen, das ist meine einzige Schuld.« Sie hielt einen Moment inne und ihr mitfühlendes Mädchenherz dachte nicht mehr an sich, sondern nur noch an sie, an diese kleinen unschuldigen Geister, die die schreckliche Bürde tragen mussten, Tod zu bringen, wo andere Kinder Lachen brachten und Verhängnis statt Freude. Doch alle anderen, die sie zuvor gesehen hatten, hatten sie verabscheut und gefürchtet,
oder hatten sie sogar verhöhnt. Und als die Erkenntnis des Mitleides in ihr erwachte, fiel die Furcht von ihr ab, wie eine verschrumpelte Hülle, unter der sich die süße, zusammengefaltete Knospe des Frühlings verbirgt. »Ihr Schätzchen, ihr tut mir so leid«, sagte sie. »Es ist nicht eure Schuld, dass ihr mir bringen müsst, was ihr nun einmal bringen müsst, doch ich habe nun keine Furcht mehr. Ich empfinde nur Mitleid mit euch. Gott segne euch, ihr kleinen Schätzchen.« Sie hob ihren Kopf und blickte sie an. Obgleich es dunkel war, konnte sie nun ihre Gesichter erkennen, auch wenn alles schummrig und verschwommen war, wie der Lichtschein ersterbender Flammen, die in einem Luftzug flackern. Doch die Gesichter waren nicht abscheulich oder böse. Sie lächelten sie mit einem scheuen, kleinen Kinderlächeln an. Und während sie sie noch anblickte, wurden sie schwächer, lösten sich langsam auf wie Dampfwolken in frostiger Luft. Auch als sie längst verschwunden waren, harrte Marge doch vollkommen reglos aus, denn statt der Furcht hatte sie nun ein wunderbares Gefühl des Friedens erfasst, so glücklich und ruhevoll, dass sie es nicht wagte, sich zu bewegen, auf dass sie es nicht vertrieb. Doch schließlich erhob sie sich und ihren Weg ertastend, doch ohne dass das albtraumhafte Gefühl auf ihr lastete oder die Panik der Angst sie zu Eile trieb, verließ sie die lange Galerie, an deren Tür sie auf Blanche traf, die gerade pfeifend und ihre Schlittschuhe schwingend die Treppe heraufkam. »Wie geht's deinem Bein, Liebes?« fragte sie. »Du humpelst ja gar nicht mehr.« Bis zu diesem Augenblick hatte Marge es noch gar nicht bemerkt. »Ich denke, es ist wieder ganz in Ordnung«, erwiderte sie. »Ich hatte es sowieso schon ganz vergessen, Blanche. Liebes, du wirst doch keine Angst um mich haben, oder? Aber ich habe eben die Zwillinge gesehen.« Für einen Moment wich alle Farbe aus Blanches Gesicht. »Was?« hauchte sie heiser. »Ja, ich habe sie gerade eben gesehen. Aber sie waren ganz freundlich. Sie haben mich angelächelt. Und ich hatte solches Mitleid mit ihnen. Und irgendwie bin ich mir sicher, dass ich nichts zu befürchten habe.« Es scheint, dass Marge recht hatte, denn es hat sie kein Unheil befallen. Irgendetwas, ihre Haltung ihnen gegenüber, wie wir wohl annehmen müssen, ihr Mitleid, ihr Mitgefühl, hat den Fluch angerührt und aufgelöst und für immer beendet. In der Tat war ich gerade letzte Woche auf Church Peveril. Ich traf erst nach Einbruch der Dunkelheit ein. Gerade als ich an der Tür zur Galerie vorbeikam, trat Blanche heraus. »Ach, da sind sie ja«, sagte sie. »Ich habe gerade die Zwillinge gesehen. Sie sahen so süß aus und sind beinahe 10 Minuten lang geblieben. Lassen Sie uns nun gleich zum Tee gehen.« Ende.